Ole, 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 ole. Kleeblatt fährt. Ole. Ole, ole, ole. Autismus-Kick in dein Mull. Ich bin zwar ein bisschen behindert, das stimmt, aber ich bin heute gut drauf. Ja. Und das ist einfach die Hauptsache. Ole, 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 ole. Oh ja, ich zieh mich nackt aus. I'm having a job in the city. Working for me in every night and day. And I never lost my mind sleeping. Worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. Rolling, rolling. Rolling on the river. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der Verteidigerkarriere bei Bielefeld. Michael Mike Nummer 11. Zweite Folge, wir legen direkt los. Wir haben Bundesligaspiele über Bundesligaspiele und solange wir in der Startelf stehen, denke ich mal, dass wir heute die drei Spiele spielen werden. Gegen Berlin, gegen Köln und gegen Union Berlin. Also Berlin, Köln und Berlin. Wow. Und gegen Köln haben wir letzte Folge schon gespielt, also absolut verrückt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, unbedingt ein Abo dalassen. Das wäre mega, mega nice. Und eine Like-Vorgabe, das könnte ich mal wieder geben. Habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht. Was will ich denn sehen? 40 Likes? Könnt ihr das machen? Wäre auf jeden Fall nice. So, ein Tor habe ich noch nicht erzielt. Eine Vorlage auch noch nicht gemacht. Vielleicht schaffen wir das in der heutigen Folge. Hertha BSC, unser erster Gegner mit den neuen Trikots, die ich echt gar nicht so schlecht finde. Viel besser als die aus den letzten 10 Jahren. Mit dem geilen Teddy-Logo. Ja. Oh, da kriegen wir direkt einen Kopfball. Wir sind ja echt recht klein, aber den Kopfball haben wir gewonnen. Das ist super. Schauen wir mal, was geht. Ui, ui, ui. Und da ist Vogelsammer und... Ei, das war eine gute Chance. Das war knapp. Ich war auch hier unten in der Hoffnung vielleicht, dass ich ihn krieg. Halbzeit 0-0. Das war nicht so nice. Kriege ich eine Karte, glaube ich, dafür. Ah, nee, nur eine Ermahnung. Gott sei Dank. Das sind wir. Schönes Bild, aber das hier ist natürlich nicht so schön. So, und jetzt wir mit einer Chance und ein Tor! Erstes Saisontor! Ich fass es nicht! Yes! Als ob mir das echt gelungen ist, nach einem Konter. Und den Freistoß habe ich ausgelöst mit meiner hässlichen Grätsche. Und nach diesem Freistoß haben wir gekontert. Yes, 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 yes! Ah, zu Hause mit der Torhymne. Wir können nochmal drauf gucken. Es war knapp und er war auch ein bisschen abgefälscht. Aber es ist ja scheißegal. 1-0, Führungstreffer. Erstes Saisontor. Wahnsinn. Und da habe ich ihn abgewehrt. Sehr schön. Oh nein. 1-1 in der 90. Spielminute durch Matthäus Cunha. Und ich habe meine Verteidigerrolle nicht ganz erfüllen können. Also ich war zwar da, aber ich habe es halt verkackt. So, da bin ich nochmal am Ball. Und Spiel hoch auf Vogelsammer, zumindest war das der Plan. Da gibt es eine gute Grätsche.
Und damit ist es das 1:1. Ich habe mein erstes Saisontor erzielt, das zu Hause. Es wäre natürlich schön, wenn das dann auch zum Sieg gereicht hätte. Hat es leider nicht. Immerhin unentschieden. Nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Alter, ich bin Spieler des Tages. 7,5er Bewertung. Woo. Ihr habt mir zum Training nichts weiter reingeschrieben. Ich habe jetzt mal verteilt auf Ausdauer. Da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Den Rest lassen wir erstmal so. Also es ist natürlich sehr komisch verteilt, sag ich mal, aber ich möchte das so. Und falls das total dumm ist, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich möchte unbedingt diese Fähigkeit hier lernen. Da haben wir noch 74 Tage. Und auch danach werden wir wahrscheinlich direkt eine andere Fähigkeit erlernen und so. Also da freue ich mich dann auch auf jeden Fall drauf und schauen wir einfach mal. Der Trainer ist halt mit mir sehr zufrieden, ja. Ich habe ja eine 71 von Anfang an schon gehabt und jetzt verbessere ich mich wahrscheinlich auch bald auf eine 72 oder so. Und die Bielefeld-Spieler, die haben nicht wirklich bessere Werte, deswegen arbeitet der Trainer relativ gerne mit mir. Aber man sieht schon hier, es fehlt mir schon ein bisschen Fitness. Und wenn wir jetzt das Spiel auch noch spielen, dann fehlt mir gegen Union Berlin definitiv Fitness. Ja, wir haben den Ball auf jeden Fall ins ausbuxiert. Aber leider nicht für uns. Oh! Ja, das ist unsere Position da. Und wir haben es verteidigt. Leider schon der Abpfiff. Wollte gerade auf Vogelsammer abspielen. Halbzeit 0:0. Und ja, eine Vorlage. Was ist denn heute los? 1:0 in der 61. Spielminute. Schön kombiniert. Und ich darf mitjubeln, denn das war eine Vorlage von mir. Ich spiele hier raus. Er spielt wieder zu mir und dann eine schöne Flanke in den Rückraum. Direktabnahme. Sehr schön. Boah, Torwart, schön. Es geht wieder auf 90. zu. Wenn wir da irgendwie noch das Gegentor kassieren oder so, das wäre echt bitter. Das haben wir jetzt einmal schon gehabt. Das muss nicht nochmal sein. 2 Minuten Nachspielzeit, kommen. Lieber noch eine Chance für uns. Ja, sehr schön. Die Flanke ist nicht schlecht. Die Zeit ist rum. Come on. Give me. Jawohl. 1:0. Wir gewinnen auswärts. Und Alter, die Karriere, was ist denn hier los? Also, wir sind immer noch ungeschlagen. Das ist jetzt unser zweiter Sieg schon. So, wieder daheim. Ah, meine Fitness ist jetzt schon alt, aber Max Kruse hat auch ordentlich Fitnessprobleme. Oh, jetzt, das war schön gemacht und jetzt ist es Klos. Oh, schade. Und da ist der Ball drin. Fabian Klos. 18. Spielminute. Sehr schön. Frühes Tor. Gutes Tor. Wichtiges Ding. Und das, Alter. Warum sind wir so gut? Oh, komm, 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 komm. Ah, fuck. War so knapp. So, wir gehen mal nicht mit einem 0:0 in die Halbzeit, sondern mit einem 1:0. Und das ist definitiv verdient. Wir sind die bessere Mannschaft. Und ein Schuss nach der Ecke. Ja, sehr schön. Oh, er hat mich einfach getunnelt. Was soll das denn? Wir sind alle am Krexen und am Umfallen. Also keiner, der mehr richtig Fitness hat. Alter, das war knapp. Stark vom Torhüter. Wieder da runtergegangen ist und den noch gekratzt hat. Nicht schlecht. Guter Kopfball. Richtig, richtig gut vom Torwart.
Oh. Wir haben es aber geschafft. Es ist vorbei. 1:0 gewonnen. Durch den Treffer von Klos. Ich habe, glaube ich, den Pfosten nochmal getroffen jetzt hier zum Ende hin. Sollte natürlich eigentlich eine Flanke werden, aber war ein bisschen krumm. 1:0 ist der Spielstand. Und das sind weitere 3 Punkte. Wir sind immer noch ungeschlagen. Ich meine, gegen Union Berlin ist es jetzt nicht unrealistisch oder so. Aber wir sind immer noch ungeschlagen und sind auf Platz 3 jetzt. Wir sind vor Leipzig einfach. Weil die haben schon einmal verloren. Die haben zwar öfter gewonnen als wir, aber die haben schon einmal verloren. Und das ist das Geheimnis. Ja. Ja, und tatsächlich bin ich jetzt auf einer 72er Bewertung. Also von 71 jetzt auf 72 hochgegangen. Also total geil. Läuft richtig gut. Also ganz ehrlich, ich habe ja vor der Folge noch gesagt, vielleicht machen wir hier ein Tor oder vielleicht wenigstens eine Vorlage. Und jetzt haben wir einfach beides gemacht. Sind immer noch ungeschlagen, sind auf Platz 3 der Tabelle. Klar, wir gewinnen immer nur knapp und das ist auch relativ knapp. Und ja, man sieht jetzt, wir spielen dann gegen Leipzig im Pokal, danach gegen Bayern in der Liga. Da wird das halt nicht mehr so klappen, aber nichtsdestotrotz. Also ich bin echt richtig, richtig zufrieden, wie wir hier gestartet sind, wie das hier geklappt hat. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Interessante Spiele gegen Mainz, dann gegen Leipzig im DFB-Pokal und gegen Bayern in der Liga. Vorausgesetzt, wir spielen alle davon, weiß ich noch nicht. Also unbedingt wieder mit einschalten. Ich freue mich auf euch. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.